Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. November 2023. Dominik Feusi und Markus Somm und zwei Spezialgäste, Roni Sief und Lukas Jos. Und zwar machen wir die Spezialsendung, das Bern einfach spezial, weil heute der 9. November ist, 2023, und genau vor 85 Jahren ist in Deutschland die sogenannte Reichskristallnacht durchgeführt worden. Das ist eines der schlimmsten und ersten sehr gut sichtbaren Pogrom in Deutschland, in Nazi-Deutschland, gegen die Juden. Jetzt, Roni Sief ist GLP-Gemeinderat von der Stadt Zürich. Er ist gleichzeitig Politikwissenschaftler und der Lukas Jos ist nicht Politiker, sondern er ist Philosoph und Sicherheitsexperte. Und wir reden einerseits über die sogenannte Reichskristallnacht, aber natürlich auch die neuesten Entwicklungen jetzt in Israel, den Gaza-Krieg und so weiter. Jetzt zuerst zu dir, Roni, du bist auf eine persönliche Art betroffen. Inwiefern? Ja, also ich bin sehr betroffen. Ich bin selber jüdisch und mein Vater hat den Holocaust überlebt. Er ist auch während dem Holocaust geboren und als sehr kleines Kind im Versteck gewesen. Seine ganze Familie hat sehr viele schlimme Sachen eigentlich miterlebt. Ein Großteil von der Familie ist umgekommen in Auschwitz. Und 1948, wo Israel eigentlich entstanden ist, dann ist die Familie auf Israel ausgewandert und seither haben sie eigentlich von ihrem Heimatland Slowakei nichts mehr wissen. Und was erlebst du jetzt als Schweizer Jude in der Schweiz? Ist das jetzt eine ganz unangenehme Situation, jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach sehr schlimm ist natürlich, aber wie ist es für dich als Schweizer Jude? Ja, also es ist sehr, sehr schlimm. Ja, wenn ich andere jüdische Leute treffe, dann frage ich nicht, wie es ihnen geht. Weil es ist völlig klar, und sie fragen mich auch nicht. Das ist irgendwie völlig logisch. Es geht allen nicht gut. Aus verschiedenen Gründen. Also erstens das, was passiert ist. Also das ist ein Pogrom, das Schlimmste seit der Shoah. Also das ist wirklich etwas, wo... Und auch die Bilder und die Stories, die man sieht, die lasten sehr auf einen. Und viele haben auch Bekannte. Ich habe jetzt gerade vorher eine Frau getroffen, wo ihr Vater umgekommen ist. Also das ist sicher. Und dann das andere logischerweise, das, was nachher gekommen ist, das, was bei uns ist, nämlich der wachsende Antisemitismus, der spürbar ist, wo vor allem Leute, die als jüdisch erkennbar sind, die werden auf der Straße angefickt, die wird heisst, hey, Free Palestine, und ruft man denen einfach nach oder läuft denen an. Und was ich besonders schlimm finde, ist, sehr viele Schulkinder werden gemobbt in der Schule von ihren Gespönli oder von älteren Kindern, weil sie jüdisch sind. Wie muss ich das, also in der Schule finde ich noch verrückt, weil dort hat der Staat, also hat auf der Straße auch eine Verantwortung, aber in der Schule hat er eine besondere Verantwortung. Mhm. Also ich meine, was geht dort? Schauen dort Lehrer weg oder kommen sie es nicht mit über? Was machen die Schulleitungen? Ich weiss das auch nicht genau. Ich höre, dass es sind, also weil ich halt Politiker bin und weil wir halt sehr wenig jüdische Politiker haben, kommt halt vieles zu mir und viele Leute reden mit mir und erzählen ihre Geschichte. Also eigentlich ist ja der SIG zuständig, aber sie fragen dann mich, was man kann auf politischem Weg machen. Und das passiert auf dem Schulhausplatz oder auf dem Schulweg, oder das muss nicht unbedingt im Schulzimmer sein. Okay. Oder das ist... Die Lehrer haben ja nicht überall Zugang und können nicht alles regeln. Ich nehme schon an, dass die Lehrer und auch die Schulleitungen dann einschreiten. Aber dass es passiert, bis das schon passiert, ist es schon sehr schwierig und für Kinder natürlich auch traumatisierend. Und Täter sind irgendwie Zürcherinnen und Zürcher oder gibt es ein Muster? Sind sie zugewandert? Ich meine, die Bilder aus anderen Städten, die lassen schon darauf schliessen, dass man da nach Europa Leute geholt hat, die antisemitisch geprägt sind. Ja, also ich weiss nicht auch Details, aber es ist sicher so, dass zugewanderte Leute aus dem Nahen Osten, die das mitbringen, natürlich mit dem Antisemitismus viel mehr aufgewachsen sind. Mhm. Gut, was ich kann bestätigen, ich kenne eine Lehrerin, wo Kinder hat in der Klasse, die jüdisch sind und wo natürlich erlebt, wie unter welchem Druck die sind, die brüllen viel, die erleben auch in der Schule Schlimmes, wirklich Schlimmes. Und also das ist, ich glaube, der Lehrer ist das sehr bekannt. Und was ich problematisch finde, ist, glaube ich, ja, dass, du hast es vorher erwähnt, Dominik, dass Täter
Täter eigentlich meiner Meinung nach viel zu wenig verfolgt wird. Also eins der extremsten Beispiele war ja in der Presse gewesen, oder? Das Schulhaus in Zürich, in Fluntern, wo vollgesprayt worden ist. Was positiv ist, ist, das Zeug ist sofort entfernt worden, das haben sie gut gemacht. Aber letztlich muss ich sagen, da geht vielleicht ein bisschen in dein Thema rein, Lukas. Oder ich meine, die Täter sollte man einfach fassen und da finde ich die Kamera aufstellen. Und das ist ja auch so etwas Birnenweiches, dass wir in der Stadt Zürich, das gibt ja noch die Pseudoliberalen und vor allem natürlich die Linken, die die ganze Zeit sich wehren gegen Kameraüberwachung. Da muss ich jetzt einfach sagen, das ist doch daneben. Ich will, dass die Sicher zur Verantwortung gezogen werden. Die absoluten Lausbuben, die Halunken, die Sauhunde, die solche Parolen auf unsere Schulen sprayen. Und da muss ich auch sagen, ja, wenn wir dann neu herausfinden, dass der Ausländerstatus unklärt ist, raus! Raus mit diesen Sichern. Ich finde, das ist ganz etwas Wichtiges und ich sage es immer in allen diesen Gesprächen, weil man find, ich finde immer, dass die Schweizer Juden so eine blöde Situation reinkommen. Sie müssen immer über das reden, dass sie das ein bisschen besonders betroffen machen. Uns als Christen oder Pseudochristen, aber wir wissen, was wir meinen. Kulturchristen kann man ja sagen. Ich bin ja nicht gläubig. Aber es ist auch uns, dass wir sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die dummen Sichen bei uns Schulen mit antisemitischen Parolen vollsprechen. Lukas, was könnte man da mehr machen? Also ich glaube, mich beschäftigt vor allem auch eben der Antisemitismus der Tat. Und ich, der Roni hat es gesagt, es steigt extrem an. Du auch, Markus. Und ich kann es bestätigen, einfach aus dem Umfeld. Anekdotische Evidenz ist vorhanden. Und eben, es sind ja nicht nur Sprayereien, sondern auch bei den Kindern. Es geht richtig Gewalt. Es geht richtig Körpergewalt. Auch nicht nur anrempeln, sondern es ist ein Fall Stadelhofen gegeben, wo dann Füße eingesetzt worden sind. Und man muss einfach ganz klar sagen, wir sind ungefähr da, wo Berlin vielleicht vor 5 Jahren war und Paris vor 10 oder 15 Jahren. Und wir haben eine Tendenz, die genau in die Richtung geht, in die falsche Richtung. Und bevor man wahrscheinlich über die einzelnen Massnahmen redet, sollte man einfach sagen, es ist Zeit, um eben ernsthaft darüber zu reden und nicht mehr einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr Aufklärung machen und so, was bis jetzt alles nicht funktioniert hat, wie man gesehen hat. Das ist das. Ich glaube, das Grundsätzlichste ist wichtig, dass man einfach aufhört mit der Ideologie und sagt, es ist so wichtig, wir lassen uns das nicht gefallen. Und es kommt gar nicht darauf an, ob wir Christen sind, sondern einfach Gewalt akzeptieren wir nicht. Oder? Also in einer liberalen Gesellschaft, wir akzeptieren alles, außer die Leute, die Gewalt als Mittel einsetzen, um was auch immer, Interessen durchsetzen, sich selber verwirklichen. Wir akzeptieren das nicht und wir zeigen die nötige Härte. Das wäre meine zentrale Botschaft. Ja, und man soll auch aufhören mit dieser Doppelmoral. Oder? Ich meine, nehmen wir jetzt mal an, es gäbe die Schulhaus, wo man wüsste, da gibt es immer Rempeleien gegen syrische Flüchtlinge. Stell dir vor, was denn los wäre in der Schweiz. Was denn die Medien die ganze Tür schreiben? Wie viele linke Politiker würden sagen, das ist Islamophob und ist ganz schlimm und so weiter. Das regt mich eben auch auf, oder? Dass die Juden einfach als, fast als etablierte Minderheit auch nicht ernst genommen werden, sondern die sind sich ja gewöhnt. Oder ich weiss auch nicht, das ist eine Doppelmoral, die mich auch sehr stört. Ja, man macht eigentlich seit 10 Jahren oder 15 Jahren, je nach Kanton, macht man so Gewaltprävention. Und die jetzige Situation ist eine unglaubliche Herausforderung, weil man letztlich in der Gewaltprävention ja höchst selten von Jüdinnen und Juden geredet hat, sondern man hat immer von allen anderen geredet, oder? Weil man genau so ein bisschen, also entweder, ich weiß ja nicht, ob man es bewusst gemacht hat, aber man hat immer andere gemeint. Man hat Ausländer generell gemeint, man hat Italiener gemeint, man hat Kosovaren gemeint, man hat Türken gemeint. Ich habe noch nie gehört, dass man in dieser Gewaltpräventionsarbeit irgendwie von Juden geredet hat, oder? Und jetzt sind die, ausgerechnet die, auf eine Art betroffen, wo die anderen, glaube ich, noch nie damit zu tun haben. Darum ist es eine unglaubliche Herausforderung. Ja, und es gehört zu dieser ganzen Opferhierarchie, die die Linken aufgebaut haben. Völlig anders ist. Es gibt einfach Opfer, die Opfer sind, und es gibt Opfer, die keine Opfer sind. Mhm. Und wir mehr auch als alte weiße Männer, wir werden ja nie als Opfer angeschaut, ja, oder? Wir können 3-mal verprügelt werden und es kommt niemand auf die Idee, dass wir vielleicht auch mal könnten Opfer sein. Und das dunkel mir ist bei den Juden, ob es jetzt Schweizer sind oder ausländische Juden, genau das Gleiche. Ja, also es gibt ja die postkolonialen und das Critical Whiteness und alle die Thematiken. Und es ist eben interessant, dass die Juden dort nie dabei sind. Oder? Wir sind weder weiss, noch sind wir Person of Color, sondern wir sind irgendetwas anderes. Und weil wir irgendwie dort nicht reinpassen, werden wir einfach weggeschupft. Und es hat ja so viel Terroranschläge und Anschläge gegen jüdische Ziele. Und darum, man hat immer das Gefühl, ja, das ist halt wieder eine jüdische Schule gewesen, ist ja wieder ein jüdisches Museum gewesen, ist ja wieder ein Koscherladen gewesen. Das betrifft mich nicht weniger. Oder? Das habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Leute
das so ein bisschen hinnehmen. Mehr als wenn es etwas anderes wäre. Ja, ja und es ist noch auch deshalb absurd, weil wenn man dann am Ursprung von dem Antisemitismus im Nahen Osten zulässt, dann ist es eben klar, dass das nicht stimmt. Dass es uns, die nicht Juden sind, nicht betrifft. Es geht dort nicht nur gegen die Juden, es geht auch gegen der Westen generell und die Lebensform von einer offenen Gesellschaft, wo man eben Juden toleriert, andere Religionen toleriert, wo man letztlich auch es geht auch gegen die Leistungsgesellschaft, das ist ein Angriff auf alles, was der Westen ausmacht. Und darum ist es noch absurder, wenn man so jetzt so tut, dass es ja die Gruppe ist. Oder? Wir haben den Anschlag angesprochen. Lukas, der Anschlag, der Überfall, das Massaker von Hamas, wo am 7. Oktober stattgefunden hat in Israel. Wie schätzt du das ein? Was ist eigentlich passiert? Ich habe mal einen Text dazu geschrieben und das ist sehr mich bedrückt. Man kann schauen, jedes Pogrom ganz einfach seit irgendwie Mittelalter. Es muss einfach Täter müssen Zugriff haben auf die Opfer. Es darf keine Grenze haben zwischen Täter und Opfer und die Opfer müssen sich nicht können wehren. Es sind immer die zwei gleichen Gründe, wo müssen erfüllt sein, die Faktoren, dass es überhaupt einen Massenmord geben kann. Und ob es jetzt ein Massenmord an Juden ist oder an Nicht-Juden wie im Bataclan, das spielt keine Rolle. Und mich besorgt, dass man da einfach, man redet nicht über Grenzen und man redet nicht, wie sich die Leute müssten können wehren. Also man hört in der Schweiz dann jetzt immer wieder, ja, die Polizei muss jetzt einfach mehr schützen und die Behörden müssen schauen und die Armee. Ja, also wenn etwas das Massaker zeigt, ist, die israelischen Behörden sind nicht im Stand, eine unbewaffnete Bevölkerung zu schützen. Und die genug Optimismus haben, zum Glauben, dass wenn das die israelische Armee das nicht kann, die schweizerische Armee und Polizei kann das, also da, der Optimismus teile ich nicht. Und ich glaube, er ist auch nicht wahnsinnig gut begründet. Das sind halt sehr technische Fakten, oder vielleicht auch nicht so, je nach politischer Gesinnung, passt es einem halt nicht so in den Kram. Aber ich habe wirklich angesichts von diesen Bildern, oder von Frauen, die vergewaltigt werden, währenddem das Baby, ihr Kind im Ofen stirbt, verbrätelt. Dass man angesichts von solchen Barbareien immer noch findet, okay, meine politische Affiliation kommt zuerst, meine Abneigung gegen, sagen wir, irgendeine Grenzen oder Waffen oder einen harten Strafvollzug, das ist mir noch wichtiger. Ich habe einfach null Verständnis. Also würdest du sagen, es wäre anders gewesen, wenn in Israel die Zivilisten bewaffnet gewesen wären? Ja, es wäre anders gewesen. Was wäre anders gewesen? Es hätte weniger Opfer gegeben. Mhm. Also es gibt ja wirklich sehr viele Berichte, auch von Opfern an dem Konzert. Ich habe einen Bericht also von einer Frau, die ist geflüchtet, dann ist sie in so einen Raketenbunker rein, also wo eigentlich gegen Raketenbeschuss gemacht worden ist. Dann haben sie den Bunker aufgemacht, Handgranaten reingerührt und sie ist eigentlich in der vierten Reihe gewesen und überlebt. Und also durch Zufall, unter einem Leichenhaufen. Und sie hat gesagt, sie hat einfach dann panisch am Boden nach irgendeiner Waffe gesucht. Und das ist einfach ganz natürlich, menschlich. Waffen kann man brauchen, zum Verbrechen begehen, aber man kann sie auch brauchen, um eben Verbrechen verhindern und sich schützen. Und eben auch da, es ist, wir können uns das meiner Meinung nach einfach nicht mehr leisten, zum sagen, nur weil nicht jeder sollte Waffen haben, sollte niemand eine haben. Das ist einfach ein bisschen doof. Roni, was ist da deine Haltung? Was meinst du? Du kennst Israel gut. Ich meine, viele Leute haben mit einer gewissen Überraschung festgestellt. Ich habe das nämlich auch nicht gewusst. Ich habe gemeint, Waffenbesitz in Israel auch relativ liberal gehandhabt, weil man das Gefühl hat, oder? Das ist ja ein Land, das eben viel Kriegserfahrung hat. Was ist da deine Haltung? Ja, also mich hat das auch überrascht. Ich habe mich auch nicht mich damit befasst, ehrlich gesagt. Was mich aber am meisten überrascht hat, ist eigentlich, dass das Militär nie eines war. Das ist auch das, was jetzt am meisten aufliegt, den Leuten, oder? Unser Militär, Zawadi, das ist Zahalt, ist so etwas Wichtiges, ist so eine wichtige Institution in Israel. Und sie schützt, oder? Die Geschichte der Juden ist eigentlich die, wir sind nicht geschützt, oder? Sondern wir sind immer Minderheit und die anderen können uns überfallen, wenn wir wollen. Genau so ähnlich, wie das gesagt wurde. Und wir haben nie Waffen dürfen besitzen. Wir haben nie dürfen, zum Nahen Osten haben wir nicht dürfen auf ein Ross aufsitzen und ganz viele andere Sachen. Und jetzt ist eigentlich das Neue, wir können uns selber verteidigen, wir haben das sehr gut gemacht. Die israelische Armee ist sehr stark. Und jetzt war sie nicht da gewesen. Und das ist, glaube ich, traumatisch für ganz, ganz viele Leute. Wo sind wir dann noch sicher, wenn nicht in Israel, wo wir unsere eigene Armee haben, sozusagen?
Was hast du das Gefühl, was ist der Grund? Ist es einfach das, was wir ja auch erlebt haben, dass wenn man eine Zeit lang halt so ein gewissen, es war ja ein prekärer Frieden gewesen, den die Israelis jetzt erlebt haben, aber es ist doch sehr viel Wohlstand gewesen. Ich kenne Israel auch gut, ich meine, es ist ein super Land, man hat nichts mehr gemerkt von der Gewalt, es ist eigentlich gut gewesen, man hat das Gefühl, es ist alles im Griff und ja, dann haben halt die jungen Leute auch das Gefühl gehabt, ja, was sollen wir jetzt noch, den huren Aufwand und so weiter, das Militär, ein bisschen ähnlich, wie es ja im Westen allgemein der Fall ist, auch in Amerika, bei uns ja sowieso. Ist das ein bisschen, sind auch die Israelis irgendwo ein bisschen dekadent dort? Das kann man sagen, es ist natürlich auch, also es ist eine Rechtsregierung und sehr viele, die nicht für die Regierung gestimmt haben, haben die nicht sehr gut gefunden. Es hat da die Justizreform gegeben und die Demos und das Land war nicht geeint gewesen, das kann man sagen. Also es hat sehr viel, schon vorher hat sehr viel immer die Diskussionen gegeben, ja, die Regierung, und es hat auch wirklich zum Teil unglaubliches Zeugs, das von diesen Ministern gesagt worden ist. Und durch das ist das Land so ungeeint gewesen, wie eigentlich noch nie seit 1948 gegründet worden ist. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat das einen Einfluss gehabt, dass man dann nicht bereit war. Und dann ist es noch auf so einen Schlag. Und dann hat es noch die Frieden mit Marokko, mit Sudan, mit Emirat, Bahrain. Und man war vor allem dran gewesen, mit Saudi-Arabien einen Frieden zu schliessen. Und es ist klar, Hamas, die wollen kämpfen, die wollen keinen Frieden, oder? Die wollen Krieg. Und ich habe das Gefühl, wie man immer näher gekommen ist an das, hat man vielleicht, also ich kann das nur von außen beurteilen, die Gefahr in Gaza zu wenig gross angeschaut. Dominik, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, zuerst, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, jetzt wieder. Was sind die Folgen für den Westen, für Westeuropa, am Schluss für die Schweiz? Was hast du das Gefühl, was nimmt man da aus dem raus? Ich habe das Gefühl, breite Bevölkerungsgeschichten nehmen zur Kenntnis, dass der Westen in Gefahr ist, dass das Ende der Geschichte gemäß Fukuyama nicht gekommen ist und dass die Friedensdividende, wo man zwar jetzt, ja, wir haben sie irgendwo durch schon 20, 25 Jahre lang genossen, aber sie ist wahrscheinlich vorbei. Und ich glaube schon, ich merke das auch in Bern, das sind Sachen ins Rutschen gekommen, oder? Wie denn das genau rauskommt und was man dann als Massnahmen beschließt, alles, wie weit man geht, das ist komplett offen, oder? Da gibt es dann plötzlich finanzpolitische Bedenken und weiss nicht was. Aber vom Grundsatz her ist es schon eine Stimmung, wo sicherheitspolitische Fragen, beim Ukraine-Krieg mehr so ein bisschen Geopolitik und im Ausland. Jetzt aber auch durch das, was jetzt passiert ist in Israel, auch im Inneren, glaube ich, etwas ins Rutschen kommt. Oder? Und wie weit das geht, ob man wirklich dann so weit geht und sagt, okay, auch die Polizei im Inneren kann nicht all fünf Minuten überall sein. Oder? Und darum tut man über das Waffenrecht reden, das weiss ich nicht. Du erinnerst dich, wir haben das einmal in einem Bern einfach speziell den Kandidaten für den Zürcher Ständerat angelegt. Und es ist, die Reaktion ist natürlich schon, ja nein, der Staat hat doch das Gewaltmonopol. Also oder? Die eigenes Auto muss man da schon rausstreichen. Oder? Die hat da ja ein Loblied auf den Staat gesungen, wo man auf meiner Freisinnigen noch erstaunlich findet. Ich bin nicht gegen Lohn da, oder? Verstehe mich nicht falsch, aber es ist also schon speziell gewesen. Der Reflex, der ist wahnsinnig tief verankert. Der ist, obwohl er eigentlich, wie alt ist er? Du hast es, glaube ich, Lukas, du hast es genauer angeschaut. Seit 20 Jahren ist das nicht mehr denkbar, oder? Das sind die verheerenden 90er Jahre, wo man einfach das Gefühl hat, ja, das brauchen wir alles nicht mehr. Ja, es ist tatsächlich so, gesetzlich ist es, und man muss auch noch sagen, die FDP hat sich am allermeisten gegen das faktische Waffentragverbot gewehrt. Hat wirklich als FDP-Ständerat gegeben, das wirklich wie die Amerikaner in die Verfassung sogar schreiben, das Recht. Es ist schon eine wahnsinnige Wende oder eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Aber ich habe auch den Podcast gelesen mit der Regine Sauter. Und für mich ist es eigentlich noch schlimmer, finde ich, das moralische Problem. Wenn jemand sagt, ja nein, der hat zurückgeschossen und so. Ja, die andere Variante ist, die Leute werden abgeschlachtet. Sie müssen sich abschlachten lassen. Das haben wir jetzt erlebt. Das finde ich, dass, wenn man nach eben so einem Ereignis, nach so Bildern noch sagen kann, ja, nein, eben. Also ich habe die Variante B lieber, wo wirklich ein Schlachthaus ist. Und viele Opfer haben gesagt von dem Konzertmassaker, es war ein Schlachthaus. Und von mir aus gesehen, es geht tiefer als Waffenrecht. Es geht um eine fehlende Unterscheidung zwischen Gewalt und Gegengewalt. Und vielleicht auch wirklich es nicht mehr wahrhaben wollen, dass Zivilisation, die wir ja alle wollen, dass Juden
homosexuelle Frauen, die 1,55 sind, genau gleich sicher sind wie 2 Meter Männer. Das ist eigentlich von mir aus der erste Grundsatz von einer zivilen oder zivilisatorischen westlichen Ordnung. Und der Grundsatz, die Zivilisation, die basiert an sich schlussendlich auf der Bereitschaft zum Gewalt ausüben gegen die, die das wollen, über den Haufen werfen. Gut, das ist eben, ich sehe das auch so, es ist auch eine moralische Krise. Das sieht man ganz stark auch an den Zeitungskommentaren in den Medien teilweise hier im Westen, auch bei Argumentationen von linksgrünen Politikern, oder? Dass man, es fehlt wie eine Art moralischer Kompass, um können sagen, was an dem 7. Oktober passiert ist in Israel. Oder man flüchtet sich dann aus, der berühmte erste Tweet von Fabian Molina, man macht dann so eine Pseudorelativierung und sagt, ja, es gibt ja Tote auf beiden Seiten, oder, und so, und ja, sind denn Kinder in Gaza nicht auch betroffen von dem, und so. Und weil man einfach nicht mehr, man will nicht mehr, ja, im alten, im gescheiden moralischen Sinn gut und böse unterscheiden. Natürlich ist jedes Kind gleich viel wert, aber das Motiv vom Täter spielt bei der moralischen Bewertung einfach immer noch eine Rolle. Und das will man ums Verrecken nicht machen, weil wenn man es machen würde, würde das nicht Konsequenzen nachziehen und man scheucht die Konsequenzen. Ja, das hast du genau richtig gesagt. Also ich meine, wie jetzt auch wieder gleich, ja, und die haben, da sind mehr Leute gestorben und da sind weniger Leute gestorben. Ich meine, faktisch, es war ein Waffenstillstand gewesen. Dann hat Hamas einfach so unprovoziert und nicht so, wie da der UNO-Generalsekretär gesagt hat, es war unprovoziert gewesen, angegriffen und Männer, Frauen, Kinder abgeschlachtet auf die allerbrutalste Art und Weise. Und dann 240 Leute sind als Geiseln immer noch dort und man weiss, es gibt Massenvergewaltigungen an Frauen, auch an Kindern. Also da sind ganz, ganz schlimme Sachen laufen da und da kann man sich nicht vorstellen, wie es diesen Leuten geht, die jetzt Geiseln sind. Dass Israel die muss rausholen, ist ja völlig klar. Und dass Hamas, wo logischerweise, man weiss es, menschliche Schutzschilder brauchen, für die ist möglichst viel Tote ist für sie das Beste, was ihnen passieren kann. Und dass die Leute, die hier demonstrieren oder die da irgendwie rechnen und aufrechnen, dass sie das nicht verstehen. Was Israel macht, ist eigentlich Gaza befreien. Weil Free Gaza haben wir jetzt gehabt, 15, 17 Jahre lang. Free in ihrem Sinn, nämlich free, kein Juden, kein Schwule, Frauen haben nichts zu sagen und Andersdenkende haben nichts zu sagen. Und Leute, die nicht wollen, religiös sind, haben auch nichts zu sagen. Also ich würde noch schnell anschliessen, was der Dominik gesagt hat, eben einerseits eben die moralische Krise, aber das Zweite, was du auch gesagt hast, Lukas, das ist nämlich wirklich ja, etwas vom Absurdesten oder vom Paradoxesten, dass man all das, was du gesagt hast, oder, dass jeder, ob er jetzt schwul ist oder Ausländer, klein oder gross, hässlich oder schön, den gleichen Schutz geniesst in unserer Gesellschaft, die gleichen Rechte hat und die gleichen Pflichten. Das ist eine unglaubliche Errungenschaft von der westlichen Zivilisation. Es gibt es nur bei uns. Es gibt es bei China nicht. Es gibt es in Indien auch nicht. Es gibt es auch zum Teil in Südamerika so nicht. Es gibt es in Afrika sowieso nicht. Und was Schlimmer ist am Westen und Zustand vom Westen, ist, dass der Westen selber sich dessen nicht mehr bewusst ist, dass das nicht so normal ist. Und vor allem, wie man das durchsetzt und wie man das schützt. Und der Händler steckt auch Hardware. Und die Hardware hat natürlich vor allem in Europa niemand mehr gesehen und nicht mehr wollen sehen, oder? Die Amerikaner, die uns am Schluss eigentlich die europäische Zivilisation auch schützen. Die sind weit weg und die haben wir sowieso nicht gern und die übertreiben immer. Und es ist ja so die Verlogenheit, dass man eigentlich Produkte von dieser Sicherheit, die da geleistet wird, mit Hardware, am Schluss mit Armeen, mit Panzer, mit Bomben, das Ergebnis hat man dann sehr gern, aber wie das Ergebnis stand kommt, wird man nicht mehr sehen. Und das Gleiche ist aber genau gleich jetzt bei Israel. Ich meine, es ist vollkommen klar, Sicherheit kannst du nicht anders erreichen, als dass die bösen Täter umbringst. Fertig. Hamas muss zerstört werden, muss vernichtet werden. Im militärischen Sinn, man kann die Leute auch ins Gefängnis tun. Es geht nicht um das, dass man alle stirbt, dass alle müssen sterben, aber man muss sie vernichten. Und das ist etwas, was der Westen gar nicht mehr gern gehört. Wo man das Gefühl hat, ja nein, wir können eben, wir haben ja die UNO schaut ja, dass wir da Menschenrechte haben. Dabei die Menschenrechte, nein, die gibt es nur in unseren westlichen Demokratien und am Schluss vom Tag müssen die Armee oder die Polizei auch die Menschenrechte schützen.
Ja, also das ist völlig klar. Also wir, also das ist, aber vielleicht geht jetzt auch ein Ruck durch die Gesellschaft, und dass sie merken, hey, das ist nicht selbstverständlich. In Israel ist es selbstverständlich. In Israel haben alle das gleiche Recht. Und bei der Hamas nicht. Und wenn die Leute, die für die Hamas sind, wenn die stärker werden, oder wenn das Gedankengut oder die Ideologie stärker wird, dass das einen Einfluss hat für uns und nicht nur eben für die Juden. Die Juden sind immer die Ersten. Die Juden, man sagt ja, der Canary in the Coal Mine, der Erste, der dran kommt, sind immer die Juden. Aber die anderen kommen dann auch dran, weil das ist ja nicht nur, es geht nicht immer nur gegen die Juden. Und darum ist es halt sehr wichtig, dass die Juden nicht da allein dastehen, sondern dass die anderen, die gerne Freiheit haben, und ich glaube, das ist jetzt die ganz, ganz grosse Masse, die ganz grosse Mehrheit da in der Schweiz und in Europa, dass die zusammenstehen und sagen, hey, wir wollen das schützen, wir wollen nicht jede Religion, jede sexuell, whatever, alle müssen sicher können sein und alle haben die gleichen Rechte. Es braucht jetzt einfach meiner Ansicht nach einen Antisemitismus der Tat. Also mir langt es nicht, wir haben das zwar lobend erwähnt, dass die Schweiz so eine Deklaration von den Amerikanern unterzeichnet hat, vorgestern, glaube ich. Aber der Tatbeweis wäre, ich sehe vor allem zwei Sachen, dass man die Unterstützung für so palästinensische und teilweise sogar israelische NGOs einstellt, wo das Klima, wo der Antisemitismus dort in der Region letztlich gewachst und offensichtlich gedeiht, trocken legt. Also, dass man wirklich, man muss am besten wirklich ganz aufhören, NGOs dort finanzieren. Man kann dann vielleicht wieder anfangen nach intensiver Prüfung. Und das Zweite muss man halt schon noch sagen, auch weil du noch und Herr Gutierrez erwähnt hast. Oder es geht eigentlich nicht, dass wir Deklarationen gegen den Antisemitismus unterzeichnen und gleichzeitig die UNRWA mit ihren antisemitischen Schulbüchern, ihren antisemitischen Lehrern, ihren Sommerlager, wo kleine Kinder Terror gegen Juden üben, finanziell zahlen. Das geht einfach nicht zusammen. Man kann nicht schöne Worte machen und dann das Gegenteil finanzieren. Ja, also bin ich völlig einverstanden. Also das ist mit UNRWA, das ist ja der allerbeste Satz in der Geschichte von Cassis, Bundesrat, ist gewesen, dass er gesagt hat, UNRWA ist Teil vom Problem und nicht ein Teil von der Lösung. Da hat er auch wirklich Punktlandung gemacht, und leider tun wir weiterhin die UNRWA jedes Jahr mit 20 Millionen finanzieren, obwohl das schon seit 10 Jahren oder über 10 Jahren weiss man, dass die tun den Antisemitismus diesen Kindern lehren, die jetzt in Gaza sind und rundherum in die anderen Länder, und der Antisemitismus ist einer von der Wurzeln, von der Ursprünge, von dem ganzen Konflikt, den wir haben dort im Nahen Osten. Also die tun das immer wieder neu, von neuem aufleben lassen. Und die UNRWA braucht jetzt wirklich eine totale Reform. Von mir aus könnte man sie ja ganz abschaffen und UNHCR dort übernehmen. Auflösen, das braucht es eigentlich nicht. Aber es geht eben schon weiter, und da bin ich nicht sicher, ob man das in absehbarer Zeit schaffen. Oder? Ich meine, es geht schon um den westlichen Selbsthass, den man muss diskutieren und wo man einfach muss, ich meine, ihr alle wissen, wie das in der Schule läuft, die haben zum Teil ja auch selber Kinder in der Schule. Ich meine, das ist einfach wahnsinnig, was unsere Kinder heute lernen, was der Westen alles falsch macht auf dieser Welt und für was für Verbrechen und was für ein Elend immer der Westen die Schuld ist. Da muss man sich nicht wundern, dass die Leute nachher eben, zum Beispiel jetzt auch im Fall von Israel, nachher das Gefühl haben, ja, das ist ein imperialistischer Staat und Hamas sind eigentlich die armen Opfer, die irgendwie ein bisschen sich wehren. Da muss man sich nicht wundern. Und das geht wirklich tief ein. Das geht in die Medien, das geht in die Universität, das geht auch in unsere Politik. Oder man sieht es ja vor allem natürlich in der linken Politik jetzt die Implosion auch. Die moralische Implosion, wenn Leute, die behaupten, irgendwie, sie sagen, für Queer-Recht gehen demonstrieren für die Hamas, dann muss man sagen, dann gehen doch auf Gaza mal schauen, wie es ist, wenn man so als Queer dort lebt. Wie schön dass das ist. Es ist so verlogen und so absurd, dass man einfach wieder mal muss sagen, jetzt Westen, tun wieder mal ein bisschen daran denken, für was stehen wir eigentlich, warum wollen alle Leute im Westen leben, auch die Leute, die außerhalb vom Westen zu uns kommen, die wollen ja auch alle da leben. Warum echt? Und ist das nicht wert, das zu verteidigen? Und muss man nicht einmal einfach deutlich sagen, ja, es ist vielleicht eine bessere Lebensform als in Gaza. Vielleicht ist das auch mal eine wichtige Botschaft, die zum Beispiel die Palästinenser auch mal müssten hören. Ich meine, weil das ist meiner Meinung nach die grösste Tragödie. Ich meine, die Israelis würden ja noch so gerne
gerne mit denen kooperieren und würden noch so gerne sagen, hey, komm, wir können doch miteinander wirtschaftlich einen Wohlstand schaffen, wo auch ihr als Araber wahrscheinlich mehr Wohlstand habt als alle anderen, eure Kollegen in Ägypten oder Syrien und so weiter zusammen. Aber das geht nicht, weil eben zum Beispiel so eine Organisation wie das UNRWA noch geleitet von einem Schweizer, von einem absoluten, ach, ich kann gar nicht sagen, wie ich das soll bedrücken. Nein, es ist eine Zumutung, dass ausgerechnet noch ein Schweizer so eine gut tarnte Antisemitismus-Organisation leiten. Es ist eine Schande. Gut, wir haben uns jetzt ausgesprochen über ein ganz schweres Thema. Wir vielleicht am Schluss noch einmal darauf hinweisen, 9. November 1938, einer von den Höhepunkten von der Schande auch für Europa, was da passiert ist in Deutschland und so weiter. Wir sind ja damals auch schon, man hat das alles auch, du hast es nämlich zitiert in dem Artikel, wir haben das recht gut gewusst, man hat das beobachtet in der Schweiz, man hat das können in der Zeitung lesen, man hat schon sehr viel gewusst. Das ist immer, finde ich, auch ganz etwas Wichtiges, dass man immer wieder sich daran erinnert, auch 1933 schon. Ich kenne das auch relativ gut. Die Schweizer haben viel gewusst. Man hat schon ganz schnell gewusst, in welche Richtung das es geht mit den Nazis. Man hat die Judenverfolgung sehr wohl wahrgenommen. Und trotzdem ist nicht wahnsinnig viel passiert. Die Länder um Deutschland herum haben auch eher irgendwie so ein bisschen die Schultern gezuckt und gesagt, ja gut, geht wieder vorbei. Und ja, muss man auch verstehen. Also ein bisschen das Problem, das wir heute auch wieder haben, oder? Dass man so Sachen, wo man eigentlich schon merkt, das ist nicht mehr gut. Einfach so Schultern zuckt und sagt, ja gut, ist ja Gott sei Dank nicht bei uns und so weiter. Wie gesagt, es ist zum Teil jetzt sogar bei uns. Das war es gewesen, Bern einfach spezial an dem grauhaften 9. November 2023. Dominik Freusi, Markus Somm und der Ronny Sief und der Lukas Jos. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, tönt uns hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.